ich fahre einfach mal irgendwas. Hallo, ich muss fahren. Und dann von meiner Tastatur. Sein Auto. Gegen eine Säule gesprungen. Nee, vorwärts drück ich. Ja, aber was ist denn rückwärts dann? Nee. Das ist das Witzige am Desert-Auto, man dreht sich und dann drückt man aber weiter Vollgas anstelle von Bremse. Wenn ich jetzt die Bremse gedrückt hätte. Ja, wenn ich jetzt. The first map is a bit of a test as the test magnets, but didn't seem to have the issues. Okay. Nee, das ist jetzt noch einer von hier und dann geht's los. Endlich. So, jetzt habe ich schön viel Speed. Nee, aber es ist auch nicht wirklich viel langsamer. Es ist halt schon witzig. Und ja, mit dem Auto, man muss halt einfach nur weiter Gas drücken. Wenn ich jetzt die Bremse drücken würde, um dann rückwärts zu fahren, würde der komplett die Geschwindigkeit verlieren, weil er seinen Gang verliert. Das ist erstaunlich irgendwie, wie Trackmania manchmal funktioniert. Ich habe es geschafft zu finishen. Okay, wen meint ihr? Er ist ein Platz vor dir ins Ziel. Gerade. Auf 10 steht er. Marcelin oder was? Ja. Aha. Marcelin ist Mac? Ja. Okay. Challenge existiert keiner. Ist ja Asia und thailändische Flagge. Und ja. Also diese Strecke hat Magneten, da kann man wohl in der Wand oder so rumfahren. Okay. Das sehen wir dann. Ja, hier geht's eine Wand leicht hoch und dann wäre halt mäßig. Es ist gar nicht aufgefallen, dass es ein Reuse war. Der ist direkt in der Kreuzung. So, links. Der Map hat funktioniert. Einfach da hochfahren und nach links. Vielleicht auf den ersten Metern? Ich hab's jetzt ja nicht gesehen.
Also ab der Wall, weil du auf jeden Fall hält, wie du da reinkommst. Ja. Bettner hat sie geskippt, dass da niemand ausscheitert, weil es dann doch zu viele Leute gab mit Problemen. Naja, der Respawn von der Wallride hat nicht genug Speed, um den Hügel hochzukommen, über den Engine Killer. Damit ist die Map non-respawnable und wird geskippt. Ja. Da wo so überall gecrashed ist. Der Respawn hätte nicht funktioniert, denke ich mal. Mal, dann dauert halt noch und noch. Ich hab kein Problem damit, nicht so schnell. Tja, nur schon 12 Minuten Verspätung. Kann man machen. Als Möglichkeit gibt es jetzt. Ich meine, klar, es hat nicht mehr so viel mit dem originellen Violence zu tun, weil es dann ja ganz andere Sachen dann da teilweise gebaut wird. Es gibt ja da ein, zwei Strecken, die sehr extrem sind. Aber, ja. Nein, wieso? Ich hab gefinisht. Ich hab's nicht überhaupt. Du warst nicht letzte. Nee. Ich bin nicht draußen, Leute. Das ist doch ganz voll. Wuhu! Axel just died. Ja, und Draken, außer Draken hat einen TNF. Aber. Nee, Haxe. Haxe raus. Das ist die Speed-Karte. Die meisten Smurfs sind Holländer, oder? Oder viele? Es gibt ein paar, aber bei Morning Knockout sind halt auch häufig die Australier dabei. Okay. Wobei das früher extremer war, jetzt sind es eigentlich gar nicht mehr so viele. Ist es überhaupt noch einer? Gasman, V-Man und Bushmonkey. Ja, die sind noch. Diese Strecken, die wurden ja alle mal früher, bevor diese TMU-Cars hier reingekommen sind, hatte ja der Title-Pack-Typ versucht, so ähnliche Autos zu entwerfen und da hat das hier auf Lagoon-Auto basiert. Das war im Endeffekt Lagoon. Ein bisschen leichter zu fahren, das Lagoon. Da war die Strecke halt auch ein bisschen anders. Jetzt ist es sehr einfach,
Und bei Lagoon, da war ja die erste Kurve zum Beispiel so ein Speedslide. Da gibt es ja den Trick mit dem Lagoon-Auto. Und der Part, der dann hier kommt, jetzt gleich, der war extrem flott. Ja. Also definitiv ein Qualitätsmerkmal für den Teilverkauf. Knapp Max überrollt, weil er Fehler irgendwo gemacht hat. Genau das meine ich, ich sehe die nie im Kampf machen. Ja, und jetzt gleich noch nicht. Ja, das war's. Ich weiß, wo das Finish ist, aber ich würde gerne noch Finish wählen, bevor ich rausgehe. Jetzt zeigen wir ein nettes BM. Nee, ich hab da gerade, da war halt die Wand im Weg, das hatte ich auch bei deiner Weg und dann sehe ich nie, wo ich langfahre und dann crash ich da nichts. Jeder schreibt so viel. Laptop nicht abgeben dürfen. Stimmt. Aber meine Schwester hat den jetzt. Mein Laptop war kein Verbinder 2. Ja, stimmt, das sollte er eigentlich mal kommen. Ich höre nicht, was du sagst. Ich sagte, bleib weg, Ostern ist vorbei. Nee. Der Fabian ist doch hierher findet. Ich glaube nicht. Ich bin nur auf einem Auge blind und das andere ist wahrscheinlich blau. Ich hab das
klatschen kann, ist das immer ein Ellbogen weh. Du hast mir den Ellbogen voll ins Auge geklappert. Ja, du hast mich nicht in Ruhe gelassen. Au. Voll ins Auge geklappert. Das andere. Ich weiß nicht, ob das eine Augenklinge sind oder ob das ein Hügel ist, oder? Das Auge, oder? Das ist schwierig. Ich hab gewonnen. Ich auch. Nein, nein, nein. Ich hab das Problem mit den Brillen gehabt. Judo gab es auch so halte Griffe. Ja. Ich hab das irgendwann mal mit der Wand gemacht. Das reimt sich. Ja. Also zum Thema. Aber nicht oben die Lampe abschlagen, ne? Das ist eine legale Judo-Technik, solange du mit deinem Fuß über den Knöchel triffst. Normalerweise ist Judo ja ohne Schlagen und Treten und sowas. Aber du darfst einfach beide Beine wegkicken als Fußfeger. Und das ist erlaubt. Dein größter Gegner hier ist ziemlich lucky. Der wurde jetzt zweimal Achter, einmal im Top 10 und einmal im Top 9. Du kannst C drücken. C für Chat. Ja, und dann? Kannst du scrollen. Nein. Du
Ja, der ist ausgeschieden nach dir. Ja. Wirklich, das war der eine Crash da. Also ich habe den einen Sprung nicht geschafft. Ich habe mir Mühe gegeben, ich wollte das nicht. Ich hab... Guter Reflex. Wir hatten das schon mit dem Tollfallstich. Würde das bei, bei neu.de, bei Susi dann stehen im Profil, ich bin tollpatschig als Marke. Honestly? Hey, das habe ich vorhin irgendwo gesehen. War einer, der hat das geschrieben. Aber honestly, ich habe meine richtig tollpatschigen Phasen. Meistens ist es sogar ganz okay, aber ich bin so tollpatschig, weil ich das mal wieder. Ich finde es interessant, wie starke Schatten das hier hat vom Mond. Bei der, ich weiß nicht, ob das normal Nacht ist oder ob die andere Map sah genauso aus. Wahrscheinlich ist das der normale Nachtmodus, aber der hat voll die Schatten. Wie ist alle hier? Also es gibt noch... Wenn du mal nicht C hast, wenn du nicht C drückst, das siehst du ganz links neben dem Chat, sind schwarz ein Pfeil nach oben und unten. Und da kannst du Pfeil nach oben drücken, aber da kommst du auch nicht ewig zurück. Das war schon Top 7. Ich darf meine oder ist Spitz raus? Marius. Fabian kuschelt sich auch immer nach an. Ja. Er ist sehr cuddly und sehr touchy. Ich auch, das ist ein. Das ist ein. Darf ich bitte kurz mein Laptop anschließen? Achso. Jetzt kommt eine der Strecken, wo es vielleicht leicht übertrieben wurde mit den Blöcken als Objekte. Okay, also ich bin der Fahrer. Ja,
meine, ich werde spätestens hier hochgefahren. Aber hier die hinten, hier hinten die Ecke kommt. Die Ecke da drüben, die muss ich nicht so an. Kann man nicht die Kamera wechseln? Ich meine, was ganz cool ist, ist dieser Wallride-Kurve, die jetzt so in 10 Sekunden kommt. Okay. Weil der Ausgang hier aus dieser Kurve ist genial. Ich bin nicht super. Aber warum wollten wir jetzt eine andere Kamera aufhören? Morgen kann ich das nicht ändern. Nein, ich hab die ganze Zeit versucht, die Kamera zu ändern. Nee, nicht, ich wollte überholt. Schon das zweite Mal, dass ich ihn knapp überholt habe. Du hast halt oben sehr stark weh, wenn du oben wohnst. Bitte nicht mit den Daumen oben, dass du weggehst. Ja, stimmt. Oh, das Ding. Wo ist die drüber? Ja, hier kommt noch ein Loch und da sind viele rein. Wir hatten hier, glaube ich, auch mal einen Respawn-Key oder so gespielt und es sind dann natürlich Leute in dieses Loch rein. Ja, das passiert auch ganz leicht. Ach, Susi, kannst du nicht aufpassen? Thank you.
kein Wert damit. Mach mal die Kopfhörer. Ich glaube, ich bin das. Welche Serie denn? Ich hab schon Angst davor. Aber ich bin wieder auf dem anderen. Der Map ist immer noch der beste. Der Daumen muss ja nicht sein. Doch, sonst ist das hier oben so viel. Und das ist oben. Nein, das ist ganz anders. Der Daumen. Mein Witz ist von Ihnen. Ha? Das tut gar nicht. Ich muss mit deiner Brille aufpassen. Ich fand meinen Engine-Killer auf meiner Map, die du eingesendet hast, war eigentlich genial platziert. Ach ja, ein TMU-Knockout. Ja. Naja, ewig langer Sektor und dann am Ende die Schikane. Wie gesagt, ich war toll. Ja, ich hätte dich damals gehasst. Ich mag toll und das ist so gern. Da müsstest du mal meinen alten Coast lassen. Ich weiß nicht, was bei Coast war. Ja, aber es ist so groß, nicht so schlimm, aber ja, sowieso fand ich es dann noch. Gehen wir wieder. Die Map war total komisch. Ich habe sie, glaube ich, schon mal genau in den Top 3 aufgefahren. Das muss zu schnell.
Finale. Wow. Oh, Finale. Wow. Was? Anscheinend. Was? Anja. Vielleicht, wenn ich ein Foto dazu sehe. Hier ist Beckmann Maxi, da könnt ihr mir sagen, wenn er gecrashed ist. Oh, die Map, oh Gott. Yeah. Neuer Rekord. Nicht verzagen und Hackenfragen. Ich habe nur so ein herzensguter Mensch mit einem erfolgreichen Rollenspieler und Schwertkampf. Er leidet aber schon vom Boden zu einem Selbstbewusstsein. Susi, nur Warmup noch out. Der geht ja flott. Aber ich kann den Weg immer sagen. Fabian macht ihn mit. Aber das ist noch die Wartemap natürlich hier. Ja, du hast Haxe so geschlafen im ersten Fall. Das ist schon mal was, der hat Jahre Trackmania Erfahrung. Ich auch. Ich spiele quasi schon so lange wie du Trackmania. Noch keine Pause. Ja. Das ist mir
Boah, das war eine Runde mit rückwärts. Ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Speed. Und Maxi auch ganz schnell. Oh, ich sehe es. Schön, ne? Das könnte ein nerviger Leck sein, glaube ich. Ja, finde ich auch. Sehr nervig. Jetzt weißt du, womit ich mich hier immer bei Lagoon normalerweise umschlagen muss. Hoffen wir, dass Susi die erste Runde überlebt. Aber vielleicht gibt es ja auch DNS und dann musst du nur finishen. Und die ist einfach zu finishen. Das ist eigentlich die ganze Zeit immer nur Straße, langgezogene Kurven, links, rechts. Und ich habe sie gegen Riolo im Finale spielen müssen. Als ihr die nicht kanntet bei nur Warmup, oder? Wir kannten die beide. Also ich habe. Das war auch mit Warmup. Das komische, wo ihr im Wasser gelandet seid? Nee, das ist eine andere Strecke. Okay. Das war ja das neulich, vor einem Monat. Und da ging es auf die Map und da habe ich direkt geschrieben GG und RVO. Weil er genau wusste, dass ich in dieser Kurve genau das mache. Ach ja, ist ja nur Warmup. Ich muss ja mich anstrengen. Ich wollte gerade aufhören. Das war jetzt zu viel. Guck mal, ich habe hier gesehen noch Autos. Und da flippt einer. Ja, jemand hat ziemlich stark geflippt. Muss ja eigentlich nur lang rollen, so den Weg entlang. Das wird ja zeitlich nichts reichen. Das hätte ich nicht gedacht. Es kommt noch die Rechtskurve und dann kommt da hinten noch die 180 Grad weg. Ja, ich überrasche halt immer wieder. Ich finde immer wieder Sachen in Trackmania, die eigentlich nicht mehr so möglich sind. Die Spawn und drei Fullstops waren zu viel. Dann können wir weiter. Racekadse has been KO for a DNF. Du hast Black Dog damit gerettet. Oh, Maxi? Maxi? Maxi ist raus. Hey!
Ihr seid gerade auf der interessantesten Seite. Wie Kat. Ich hab einen Fehler geschwommen, Stefan. Macht im Kiesen zu. Fehlt noch ein Elf. Nein. Das ist so gewollt. Was? Was? Und wie süß es ist mit einem F. Du bist viel süßes. Ja. Okay, das. Shipping confirmed. Mach mal ein Foto, schick's Stefan oder. Stefan seine 88. Wieso bist du eigentlich seine 88? Echt? Politische Gesinnung. Ist mir noch nie aufgefallen. Wie sich überhaupt gar nichts geändert hat. Ja. Das fehlt noch. Das war knapp zwischen Mr. Eon Garsman und Mikey. Ich hab Baron. Ja,
Kein Bock zu nichts mehr, ganz einfach Hand bitte. Regenwaldzerstörer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Thank you.
Und sowas sagt beim Unterricht. Thank you.